Recht herzlich willkommen zur 87. Folge von Aborion. Ja, wir sind hier gerade in diesem Feld. Wir wollen jetzt hier rüberspringen und dann wollen wir hier hin, wo dieses tolle Feld ist. Wo war das jetzt? Hier ist diese sternförmige Geschichte. Da fliegen wir hin und schauen dann dort einmal, ob wir vielleicht irgendwie diese Händler rufen können. Das machen wir da. Ich fliege da schon mal hin und ihr guckt euch das Intro an. Da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da sind wir jetzt in diesem Sektor, wo dieses komische Gebilde ist. Jetzt müssen wir mal gucken. Kann man das auswählen? Ich fliege da auf jeden Fall näher ran. Ich bin nicht so sicher, was da Sache ist, aber vielleicht ist es ja irgendwie doch das Teil, wo ich diese Händler rufen kann. Vielleicht muss ich da nur näher ran, ich weiß es nicht. Die Asteroiden sind auf jeden Fall darauf hin ausgerichtet. Sieht schon ein bisschen komisch aus, spooky. Aha. Wir kommen noch zum Stehen. F interagieren, untersuchen. Schildobjekt Nummer 118. Lenkt Schildenergie an Versuchsobjekt 8055. Warte auf Position. Ja. Untersuchen. Schildobjekt Nummer 118 lenkt Schildenergie an Versuchsobjekt 8055. Warte auf Position. Ja, was ist hier noch sonst so, ne? Ich bin der Einzige, der hier ist. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Gibt es noch hier irgendwas? Kann ich das auch noch auswählen? Das sieht ja noch ein bisschen so aus, als ob das ein besonderer Asteroid ist. Ich glaube, da kann man auch nichts machen, oder? Nee. Hätte sein können, dass man den irgendwie drehen kann oder sowas, aber das sieht nicht danach aus. Ja, ich glaube, hier ist dann doch nichts zu machen, oder? Das da vorne sieht noch ein bisschen größer aus. Aber ich glaube, das ist auch nur ein einfacher Asteroid, oder? Wir werden es gleich sehen, wenn wir näher sind, aber ich glaube, er wird ja schon angezeigt. Nee, war es auch nicht. Gut, dann hat das jetzt hier nichts gebracht. 180 und weiß ich, was das andere war. Gibt es hier ein, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Fahrtenbuch. Nee, I war's. Notruf. Auf Karte zeigen. Dein Freund, Kidolin. Operation Exodus. Du hast einen Sender gefunden, der mysteriöse Nachrichten an alle Teilnehmer an der sogenannten Operation Exodus aussendet. Okay, das war auch noch irgendwo. Ist das hier? Sektor 331? Nee, ist nicht hier. Auf einen Sender des Handels gebe ich von einem Ausrüstungsdock. Vielleicht sollte ich den Sender kaufen, ne? Dann komme ich dahin. Ah, so ist es. Ein Sender muss ich kaufen. Dafür müssen wir jetzt gucken, dass wir irgendwo auch Sender kaufen können. Da ist ein Ausrüstungsdock. Fliegen wir da gerade hin. Gucken wir, dass wir den Sender kriegen. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie sowas im All sozusagen zu finden und nicht sowas Simples, dass man das irgendwo nebenan bekommt. Sind wir jetzt soweit? Wo liegt das Problem? Sprung ist berechnet. Man muss auch die richtige Taste drücken und nicht W, ne? Naja, kommen wir weiter. Schauen wir mal. Nee, da nicht. Da. Ausrüstungsdock. Ist da unten. Ah ne, da ist es schon. Antiflugvektor 071 bestätigt. Okay. So.
man da noch andocken? Ist es gar nicht. Da ist es. Hat gut geklappt, ne? Okay, also wir müssen auch noch ein Ressourcendepot bauen, ne? Das werde ich nicht vergessen. Aber jetzt sind wir erstmal hier gerade unterwegs. Gibt es ja auch einen Dockingport? Ja, mehrere. Der ist der nächste. So, Ausrüstungshandeln. Gucken wir erstmal komplett durch. Ein Bergbau aus Eisen ist jetzt, glaube ich. Aber wir können den ja trotzdem kaufen und den können wir ja irgendwo reinschmeißen. Hier unten ist auch noch ein Bergbau. Geschützkontrollsystem, Geschützkontrollsystem, Schildbooster. Warte mal, das ist ja ein gutes Geschützkontrollsystem, ne? Aber nur unbewaffnete Geschütze. Und das hier ist bewaffnete ohne oder unbewaffnete plus 2. Ich würde es mal kaufen, ne? Weil es gerade im Angebot ist. Der Quantum-Hyperraumsprung, den nehmen wir auch mit. Standard-Handelssystem wollen wir ja auch aufwerten. So, das haben wir. Dann haben wir hier sind Jäger, brauchen wir gerade nicht. Hier ist jetzt das Energieunterdrückungssatelliten, Reisequadranten, Erkundung, Fraktionsquadrantenkarte. Könnte man mal kaufen, ne? Fraktionsgebiet, Sender der Handelsgilde, das müssen wir kaufen. Können wir nicht kaufen, weil exotisch oder besser gehen nicht an uns, nur an Verbündete. Hm. Torpedos. Ja, brauchen wir die? Haben wir. Und hier diese Klamotten können wir verkaufen für ganz wenig Geld. Das ist ja krass, oder? 3 vertikale Kratzer auf der Oberfläche. Vielleicht, möglicherweise. Funktioniert das Ding überhaupt? Nur ein Weg, es herauszufinden. Okay. Gut. Wissen wir erstmal alles hier. Wir haben alles eingekauft. Wir können hier blöderweise das Handelssystem nicht kaufen. Warum nicht? Weil wir hier nicht mit denen gut befreundet sind, oder was? Wir sind mit denen gut. Wir müssen aber mit denen liiert sein, oder was? Wie machen wir das? Ausgezeichnet. Krieg erklären kann ich da. Da will ich aber nicht mehr mit den Fraktionen. Allianz. Kann ich nicht. Hier sind die Piraten, da sind wir mit dem Krieg. Kaufe einen Sender des Handelsgilde von einem Ausrüstungsdock. Ja, aber das ist, weil es exotisch ist, ne? Warte mal, dann lass uns doch nochmal gerade reinschauen. Aber es gab, glaube ich, nur die exotische, ne? Da ging es ja jetzt nicht drum, dass wir da Reisender Quadrant, Erkundung, Fraktionsquadrant. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt hier blöderweise nur so ein exotisches Ding. Vielleicht brauchen wir gar nicht ein exotisches, vielleicht können wir das auch woanders ein anderes kriegen. So, brauchen wir noch einen Ausrüstungsdock. Okay, da ist auch noch eins. Ich würde jetzt aber schon mal das favorisieren, um einfach schon weiter in diese Richtung wieder zu kommen, ne? Gut, nach da. Ne, nach da. Nach da. Und ausrichten und Feuer. Dann schauen wir mal, dass wir es da vielleicht kriegen. Mal schauen, was die da im Angebot haben. Kriegen wir bestimmt gleich hin. Oh,
Ausrüstungsdock ist. Wo ist denn das? Da ist es. Fliegen wir da mal schnell hin, ne? Ja, wir müssten nicht hinfliegen, wir können auch erst angucken, aber jetzt bin ich schon unterwegs, dann können wir auch anfliegen. So, bei 20 habe ich jetzt angehalten, ne? Naja, das war nix, ne? Bei 20 ausgebremst ist noch zu früh. Gut, schauen wir mal, dass wir den Dockingport kriegen. Der da oben ist näher, der hier rechts ist näher. Schauen wir mal rein. Ausrüstung handeln. Frachtraum-Upgrade. Schutzkontrollsystem, Radar. Verbessert das Handelssystem. 2, kaufen wir. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Schauen wir hier. Kriegen wir nicht. Lasergeschütze auch nicht. Bergbau, Doppel, ist hier nichts. Schade, Jäger brauchen wir nicht. Hier, Fraktions. Das gibt immer nur dieses Ding. Nutzbar im Gebiet deiner Verbündeten. Ja, ich glaube, es gibt das tatsächlich nur in diesem Exotisch. Händlertyp ist Ausrüstung, ist klar. Wir müssen also gut Freunde mit denen werden, oder wie sehe ich das? Du musst mit der Fraktion verbündet sein, um exotische oder bessere Ausrüstung zu kaufen. Wie kriege ich ein Bündnis mit denen? Das ist meine Frage. Ja, schöne Aufgabe, ne? So, Torpedos war, der Rest, nee, da brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir verbündet mit denen werden. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das geht. Steht da auch nicht. Beziehungen auf der Karte zeigen. Ist das das, den ihr zu Hause? Müsste ich hinspringen können, wenn es das ist, ne? Oder bin ich da jetzt? Ne, da bin ich jetzt. Aber deren Hauptquartier ist jetzt nicht hier, ne? Ja, doof, ne? Neutral. Krieg erklären, neutral. Ich hätte gerne hier diese Position hier rechts neben für... Sag schon, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Gibt's hier was? Diplomatie. Beziehung. Wenn Sie mal über der höchsten Sicherheit haben, links nur wieder gegeben. Tribute zahlen, aha. Der Tribut kann dabei aus einer alligen Kombination aus Ressourcen und Krediten bestehen, oder? Ja. General. General. Haben Sie doch eine Waffenstelle ausgehandelt? Kommt Sie nicht wieder viel gesagt. Aktionen, die Frieden geschlossen haben, sind entspannter. Kriegerische Aktionen wie das Schädigen von Eigentum werden zwar auch negativ gesehen, aber keine Ahnung. Nach Fraktionen einen Bündnisvertrag unterschreiben haben, sollten sie als eine Einheit betrachtet werden. Verbündefraktionen unterstützen sich gegenseitig, wo sie nur können, aber besonders im Kampf nicht wenige Kriege wurden durch geschickte Bündnisse gewonnen. Okay. Und jetzt muss ich wohin? Nee, warte mal, da. Beziehungen. Verhandlungen.
Pay Tribute. Na, das wird bei mir nicht angezeigt, also kann ich das nicht. Das wäre hier. Hier würde der Button sein, Pay Tribute. Die sind blau. Vielleicht muss man dafür ausgezeichnet haben. Warte mal, da können wir doch... Die sind neutral. Lillys Freibeuter sind wir aggressiv. Ausgezeichnet mit verbündet. Aber da gibt es auch keinen Button. Ja, weiß ich leider auch nicht dann. Das bedeutet, das ist erstmal wieder nicht feststellbar, was wir dann machen müssen. Muss man da zu einer Basis von denen, um das auszuhandeln? Ich weiß es nicht, muss ich recherchieren. Okay, dann würde ich aber sagen, sollen wir erstmal hier eine Pause machen, weil die Folge ist ja dann schon länger. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.